Hey, herzlich willkommen zum Kindergottesdienst heute. Richtig cool, dass du mit dabei bist. Und heute zeige ich dir den Heiligen Geist. Hä, den Heiligen Geist kann man noch gar nicht sehen. Ja, wartet ab, wie ich euch den Heiligen Geist zeigen werde, auch wenn man ihn nicht sehen kann. Jetzt aber am Anfang bete ich noch mit uns. Jesus, dank dir für diese Zeit, die wir jetzt haben können. Dank dir für den Kindergottesdienst und für die Ferien, die jetzt bei uns in Bayern hier anfangen. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Zeit, die wir jetzt haben, mit dir segnest und dass wir was von dir lernen können. Amen. Jetzt steigen wir wieder rein in den Kindergottesdienst mit dem ersten Lied 1000 schöne Dinge. Ein neues Lied für uns, das wir hier gelernt haben in den letzten Wochen. Und vielleicht könnt ihr schon mitsingen. Und wenn noch nicht, dann wird's Zeit. Lest mit, singt mit und dann singen wir gemeinsam und haben eine gute Zeit. So, Achtung, die Mädels ganz laut. Lasst uns singen. Lasst uns singen. Tanzen, springen. Tanzen, springen. Lauthals rufen. Lauthals rufen. Pfeifen, proben. Pfeifen, proben. Nicht verkrampfen. Nicht verkrampfen. Poltern, stampfen. Poltern, stampfen. Heftig jubilieren. Und Vollgas. Achtung, volle Power. Lasst uns singen. Lasst uns singen. Tanzen, springen. Tanzen, springen. Lauthals rufen. Lauthals rufen. Pfeifen, proben. Pfeifen, proben. Nicht verkrampfen. Nicht verkrampfen. Poltern, stampfen. Poltern, stampfen. Heftig jubilieren. Und Vollgas applaudieren, denn Gott hat die Welt so wunderschön gemacht. Die Sonne und den Mond, den Tag und auch die Nacht. Es gibt tausend schöne Dinge, an denen ich mich freuen kann. Heute und morgen mein ganzes Ich habe euch ja versprochen, den Heiligen Geist zu zeigen. Aber wie ihr schon richtig auch erkannt habt, kann man den Heiligen Geist nicht einfach so zeigen. Das geht gar nicht, weil er unsichtbar ist, weil wir ihn nicht wahrnehmen können, so mit den Augen sehen, direkt, das geht nicht. Aber es gibt einige Geschichten in der Bibel, die uns den Heiligen Geist beschreiben. Und da schauen wir mal rein. Als allererstes taucht der Heilige Geist ganz am Anfang in der Bibel auf. Ganz am Anfang, als die Erde noch gar nicht richtig, so richtig schön erschaffen war. Davor nämlich heißt es in der Bibel, es war alles wüst und leer und es gab ein Wasser, ein großes Wasser und auf dem Wasser schwebte der Heilige Geist. Und das ist die erste Nennung von dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist war am Anfang auf der Erde. Und dann hat Gott aus der Erde diese wunderschöne Welt geschaffen, die wir jetzt sehen und erleben können. Ja, und das ist auch mit die Kraft des Heiligen Geistes, die das gemacht hat. Als zweites erleben wir den Heiligen Geist in der Form von einem Atem. Das zum Beispiel ist der Atem von mir gewesen. Und Gott hat den Atem benutzt, seinen Atem, um den Menschen Leben einzuhauchen. Und dann spulen wir weiter in der Geschichte. Ihr kennt vielleicht einen Charakter namens Elia. Er hat Gott auch wahrgenommen und er hat ihn wahrgenommen in einem
leichten Säuseln, ein Windhauch, der vorbeigeht und hat gemerkt, das ist Gott, der vorbeigeht wie in einem Wind. Und das ist zum Beispiel auch ein Bild dafür, wie der Heilige Geist ist. Ein Wind, unsichtbar, aber doch da. Und dann spulen wir noch weiter in der Geschichte und wir sind jetzt bei Jesus angekommen. Vielleicht kennt ihr die Jesus-Geschichte am Anfang, als Jesus anfängt zu wirken, als er so ungefähr 30 Jahre alt war. Da kam der Heilige Geist auf Jesus und das war in Form einer Taube. Die Taube ist hinuntergekommen vom Himmel und hat symbolisiert den Heiligen Geist. Und jetzt spulen wir noch weiter vor. Ich erzähle euch jetzt aber nicht mehr, was jetzt passiert, weil jetzt sind wir angekommen bei der Pfingstgeschichte. Letzten Sonntag haben wir ja die Himmelfahrtsgeschichte angeschaut. Da haben wir auch schon erfahren, wie Jesus in den Himmel geht und dann sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Und jetzt, was jetzt passiert, das seht ihr jetzt. Geschichten aus der Bibel. Gott sendet den Heiligen Geist. Das sind die Apostel. Sie folgten Jesus während seiner Zeit auf der Erde. Bevor Jesus in den Himmel ging, sagte er ihnen, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis Gott das Geschenk geschickt hat, das er versprochen hatte. See ya. Nachdem Jesus in den Himmel gegangen war, blieben die Apostel in Jerusalem gemeinsam mit den anderen Menschen, die an Jesus glaubten. Eines Tages trafen sie sich alle, als es ein Geräusch vom Himmel gab, wie ein mächtiger Sturm. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen und setzte sich auf jeden von ihnen und jeder war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist gab ihnen die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen und so begannen sie zu reden. Zu dieser Zeit gab es in Jerusalem viele gläubige Juden aus allen Nationen. Sie hörten das laute Geräusch und kamen angerannt, um zu sehen, was los war. Sie sahen, wie die Gläubigen in ihren eigenen Sprachen redeten und waren schockiert und erstaunt. Sie fragten, wie kann das sein? Diese Menschen kommen aus Galiläa und trotzdem hören wir sie in unserer eigenen Muttersprache über die wunderbaren Dinge sprechen, die Gott getan hat. Was kann das sein? Aber andere in der Menge glaubten nicht, dass es ein Wunder war und dachten, die Gläubigen würden sich nur seltsam benehmen. Dann trat Petrus vor und rief der Menge zu. Hey, all you! Hört alle gut zu. Er sagte ihnen, dass sie sich nicht sonderbar benehmen, sondern dass das von Gott kam. Er erinnerte sie daran, dass Gott gesagt hatte, dass das passieren würde. Petrus erzählte ihnen, wie Jesus gekreuzigt wurde und wieder zum Leben auferweckt wurde, genau wie Gott es angekündigt hatte. Er sagte ihnen, dass Jesus jetzt im Himmel sei und dass Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, so wie er es versprochen hatte. Petrus' Worte veränderten das Denken und Fühlen der Menschen und sie fragten, Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sagte ihnen, jeder von euch muss seine Sünden bereuen und sich zu Gott wenden und sich im Namen Jesu taufen lassen, um von seinen Sünden befreit zu werden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Wow! Petrus redete weiter zu der Menge und die Menschen, sie glaubten, was Petrus gesagt hatte und wurden getauft. 3000 Menschen wurden getauft und der Gemeinde hinzugefügt. Dann haben alle Gläubigen auf die Worte der Apostel gehört und das, was sie gelernt haben, umgesetzt. Hey! Sie trafen sich in Freundschaft, teilten das Essen und beteten gemeinsam. Sie waren sehr erstaunt, dass die Apostel viele Wunder und Zeichen tun konnten. Alle Gläubige trafen sich an einem Ort und teilten alles, was sie hatten. Here you go. Take this. Ah, thank you. Sie halfen den Bedürftigen. Here, this for you. Thank you. Sie beteten jeden Tag gemeinsam im Tempel, trafen sich in den Häusern zum gemeinsamen Essen und teilten alles mit großer Freude, während sie gemeinsam Gott lobten. So kamen jeden Tag mehr Menschen zu ihrer Gemeinschaft hinzu. Wow, wir haben jetzt gesehen, dass was der Heilige Geist alles machen kann mit den Menschen. Die haben anders gesprochen, die haben dann anders gelebt danach. Auf einmal haben sie Sachen gekonnt, die sie davor nicht kannten. Wahnsinn, oder? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben das ganz am Anfang schon gesehen, wo der Geist auf dem Wasser schwebt und Gott dann die Welt erschaffen hat. Ja? Und in den anderen Geschichten. Aber wir merken also in all den Punkten, dass der Heilige Geist eine ganz besondere
Kraft hat, etwas zu schaffen, etwas hervorzubringen, was noch nicht da war. Genauso war es ja jetzt gerade eben in der Geschichte bei den Jüngern, die auf einmal fremde Sprachen sprechen konnten. Woher konnten die das? Haben die etwa so einen ganzen Schnellkurs gemacht innerhalb von 2 Minuten, eine Sprache lernen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist hat das bewirkt. Und es ist nicht so, dass jeder, der den Heiligen Geist hat, sofort dann eine andere Sprache sprechen kann. Das war einmalig damals so, aber es zeigt die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir weiter schauen, dann gibt es in der Bibel ganz viele Stellen, in denen Menschen beschreiben, was der Heilige Geist noch bewirken kann. Das nennt sich dann zum Beispiel die Fähigkeiten des Heiligen Geistes oder die Gaben des Heiligen Geistes. Also das sind Dinge, die Menschen können, weil der Heilige Geist in ihnen ist. Und da gibt es ganz verschiedene. Erstens, Gott verkündigen war eine Gabe. Zweitens, anderen dienen und helfen war eine Gabe. Drittens, anderen Mut machen ist eine Gabe. Viertens, Kranke wieder gesund machen ist eine Gabe. Fünftens, Lehren ist eine Gabe. Sechstens, mit anderen zu teilen ist eine Gabe. Also wenn man eine Schokoladentafel hat, dann gibt man die Hälfte jemand anderem. Das ist eine Begabung, die Gott, die der Heilige Geist schenken kann. Siebtens, wäre eine Begabung Weisheit. Achtens, wäre eine Begabung Frieden zu stiften. Also einen Frieden ins eigene Umfeld zu schaffen. Neuntens wäre eine Begabung, geduldig zu sein. Und zehntens wäre eine Begabung, Liebe auszuströmen, Liebe zu verteilen und Menschen zu lieben. Ich höre jetzt einfach mal bei den 10 auf, weil es sind so viele, die es noch dazu gibt. Und das sind alles Begabungen, die Gott geben kann und möchte durch den Heiligen Geist. Und jeder bekommt was Unterschiedliches. Schauen wir mal in ein Beispiel rein, wie das aussehen kann, was der Heilige Geist schenkt. Jetzt wird's tierisch. Was ist denn das für ein Tier? Na klar, ein Pferd. Denn Tom, das ist Tom, der ist gerade in den Ferien auf einem Reiterhof. Dort macht er Urlaub und geht immer wieder mit den Ponys raus an den Strand und in die Wälder. Nicht weit weg ist Tina. Sie macht auch Urlaub und Ferien und geht immer wieder mit den Ponys raus. Aber heute hat sie einen schlechten Tag. Man sieht, sie ist überhaupt nicht glücklich, denn sie hat richtig schlecht geschlafen. In der letzten Nacht hatte sie einen ganz üblen Albtraum gehabt und der lässt sie nicht mehr los. Sie kann gar nichts anderes denken und ist einfach nur schlecht drauf. Selbst die Zeit mit dem Pony hilft ihr nicht. Sonst war das immer ganz toll und schön, aber jetzt irgendwie ist heute der Wurm drin. Da kommt Tom um die Ecke und sieht Tina, wie sie da steht und doch traurig ist. Er geht sofort zu ihr hin und fragt, was los ist. Ach, ich habe nur schlecht geschlafen, schlecht geträumt und jetzt ist alles ganz mies. Tom versucht sie aufzumuntern mit ein paar schönen Worten und sagt, ach, das wird schon wieder und ach, kannst du dich nicht freuen, denn die Ponys sind doch heute richtig gut drauf, oder? Nein, leider hilft das auch nicht. Da kommt Lissy angelaufen, auch mit ihrem Pony, das sie gerade ausführt. Tom überlegt noch, wie er jetzt die Situation verändern könnte, denn in ihm schlägt ein Herz, das gerne helfen würde. Und jetzt fällt ihm ein, hey, lass uns doch an den See gehen. Und alle sagen, okay, komm, wir gehen zusammen an den See, vielleicht wird es ja ganz gut. Das dachte sogar die Tina. Und tatsächlich, als sie am See angekommen waren und losliefen, da merkte Tina schon, dass sich in ihr etwas löste. Irgendwie konnte sie einfach abschalten und das Ganze hinter sich lassen und auf einmal war alles wieder besser. Sie dachte noch bei sich, gut, dass Tom gekommen ist. Gut, dass er mir geholfen hat und mich irgendwie rausgeholt hat. Und jetzt kann ich mich hier am Wasser freuen und vielleicht gehen wir gleich noch baden. Genau so konnte Tom der Tina helfen. Und alle hatten noch einen wunderschönen Tag. Was eine coole Geschichte, wie schön, dass er seine Begabungen so einsetzen konnte. Und jetzt in die Ferien. Ich möchte euch ermutigen, auch eure Begabungen einzusetzen. Ihr habt jetzt Ferien, ihr habt jetzt Zeit, ihr habt jetzt die Möglichkeiten, das, was ihr könnt, wo Gott euch befähigt hat, wo Gott euch Dinge geschenkt hat, die ihr könnt, ja, die könnt ihr jetzt einsetzen in den Ferien. Macht das doch. Freut euch daran, dass ihr das tun könnt und dass ihr jetzt die Möglichkeiten habt. Und dann setzt doch mal um. Ihr könnt mal kurz innehalten und überlegen, was sind denn meine Begabungen? Was könnte ich gut, vielleicht von den 10, die ich aufgezählt habe, was ist so eine Sache, wo du denkst, ja, das könnte ich auch machen. Vielleicht jemand helfen, jemand dienen, Frieden zu schaffen, so ein bisschen in der Familie. Oder man sagt, ich kann gut teilen, ich kann gut dienen, ich kann
andere Dinge gut. Helfen bei der Mama. Überleg doch mal kurz, was ist deine Sache? Na, hast du dir was überlegt? Sonst sag's doch mal deinem Nebensitzer, falls du einen hast, ja? Das wäre super, weil wenn man es ausspricht, ist auch immer mal noch gut. Jetzt wollen wir noch ein Lied singen, das heißt Jetzt und für immer. Weil nämlich der Heilige Geist, wir haben das gesehen, von Anfang an bis jetzt immer gewirkt hat und immer da ist. Und deswegen singen wir dieses Lied Jetzt und für immer ist Gott bei mir und auch bei dir. Jetzt am Ende des Kindergottesdienstes kann ich nur noch sagen, ich freue mich auf nächste Woche, nächsten Sonntag wieder hier gemeinsam mit uns hier zusammen. Schaltet wieder ein und ich bete noch mit uns. Jesus, danke dir, dass du da bist und dass du diese Zeit gesegnet hast und dass wir erfahren konnten, was der Heilige Geist ist. Schenk uns, dass wir erkennen, was wir können, was der Heilige Geist uns gegeben hat an Begabung, an Fähigkeiten, an Kraft, an Mut. Und ich möchte dich bitten, dass wir das einsetzen können. Jetzt in den Ferien, dass wir genau das nutzen können, was du uns gegeben hast. Amen. Euch einen schönen Pfingstsonntag oder eine schöne Ferienwoche. Tschüss.